Seite 1 wäre abgeschlossen. War jetzt bisher kein großes Hexenwerk. Deswegen, machen wir weiter. Kommen wir zu den B-Teilern. Jetzt wird es wesentlich interessanter. Jetzt haben wir einmal das Hauptzahnrad, die Slipperkupplung und die Differentiale. Zumindest mal eins davon. Ja, los geht's. So, halten wir mal kurz hier an der Stelle. Ich wollte kurz auf die Slipperkupplung eingehen. Die kommt vom Hersteller bereits zusammengebaut mit dem Hauptzahnrad, so wie ihr hier seht. Also sprich auf der Antriebsstange. Wir haben hier die Feder der Slipperkupplung und hier oben ist die Stellschraube. Das ist unser Hauptzahnrad. Ja. Und der Bausatz empfiehlt, dass wir das Ganze, da sie komplett verschlossen ist, ihr seht, die Feder hat keinen Hohlraum zwischen den Rippen. Und der Bausatz empfiehlt, dass wir das Ganze jetzt hier an der Stelle 7 mm ist grundsätzlich kein Problem. Ich habe ja hier ein Kunststoffloch und habe auf dieser Schraube am Ende am Hals noch ein Gewinde, wenn ihr es sehen könnt. Ich versuche es scharf zu stellen. So, dieses Gewinde, komm schon, dieses Gewinde dreht sich nachher in die Dämpferbrücke rein und hebt dann somit das ganze Konstrukt zusammen. Bei meiner Alu-Dämpferbrücke geht das natürlich nicht. Es geht schon, aber ich brauche dazu einen immensen Gewaltaufwand und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen nur kleiner Tipp an der Stelle. Ich habe es jetzt einfach gelöst, indem ich das von dieser Seite reinschiebe, weil da habe ich nach wie vor mein Kunststoffteil. Und auf der Vorderseite verbindet sich natürlich die Nase von der Schraube ganz normal mit dem Aluloch. Einmal macht das so kein Gewinde in das Aluloch rein. Und wie gesagt, müsste ich den immensen Kraftaufwand aufbringen, das dort reinzuschrauben. Deswegen, wenn ihr tunt, wenn ihr auf die Alu umsteigt, an dieser Stelle auf jeden Fall von der
Motorseite verschrauben und nicht von der Stoßdämpferseite. So, in Bezug auf mein letztes Video habe ich euch ja noch mal kurz gezeigt, beziehungsweise das Video davor. Wenn euch mal aus dem Querlenker quasi der Pivot raushüpft und ihr nachher dran steht und quasi das Teil noch so verbunden am Fahrzeug hängen habt, schraubt ihr den Pivot raus aus dem Querlenker. Kugellager darf drin bleiben. Und nehmt die Madenschraube heraus, nehmt das Zwischenplättchen heraus und dann wird der Pivot einfach wieder reingesetzt. Es kommt das Zwischenplättchen drauf mit der großen Seite nach unten, damit sich es eben dem Kopf anpasst. Und dann setzen wir die Madenschraube auf. Ich hatte ja dann schon mal angesprochen, dass ihr einfach darauf achtet, dass die Madenschraube sauber mit dem Gehäuse abschließt. Brauche ich euch jetzt hier drüben nicht zeigen, das Reinschrauben. Jeder weiß, wie man schraubt. Das ist nachher, wie es zum Schluss aussehen soll, damit einfach auch unten der Pivot noch etwas Spiel behält. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben die Front vormontiert. Und jetzt kommen wir zum Lenkgestänge. Und das wäre ja normalerweise auch das mitgelieferte, dieser Servosafer. So sieht man es besser. Und den habe ich ebenfalls bei Ragua bestellt. Nur leider noch nicht zusammenmontiert. Das heißt, ich werde den jetzt zusammenmontieren und einsetzen und dann bin ich auch schon so ziemlich auf dem Weg Richtung Zielgeraden. Servosaver ist verbaut. Es gab eine klitzekleine Planänderung. Ich musste den alten Servosaver auseinandernehmen, um das linke Teil, den linken Schenkel quasi, zu übernehmen. Der hat bei dem Alu-Set, was ich quasi bestellt hatte, sich nicht mit den Mittelteilen verbinden lassen. Das heißt, wir haben hier innen drin noch Eisenbolzen, die von oben nach unten durchlaufen, eine Spannfeder, die das Ganze zusammenhält, die dann eben unten mit einer Schraube von unten verschraubt wird. Und ich habe es irgendwie nicht gerafft, das da reinzukriegen. Ich bin auch der Meinung, da fehlt mir wahrscheinlich noch ein Teil oder fehlen mir vielleicht sogar Kugellager. Das sind Aussparungen, die sehen aus von der Größe her, dass da vielleicht auch Kugellager reinbekommen. Ich vermute, ich bin da in der Kategorie vielleicht auch verrutscht und habe mir da den Servosaver vom Dune Fighter bestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedoch nicht so schlimm. Der Bastler weiß sich zu helfen. Ich habe umgebaut und jetzt kann die Reise weitergehen.